Auf Europas größter bewohnter Flussinsel liegt der Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Und mittendrin findet in diesem Sommer die internationale Gartenschau statt. Auf einer Fläche, die so groß ist wie 140 Fußballfelder, treten die Besucher eine Reise durch 80 Gärten der Welt an. Den Einfallsreichtum hunderter Gärtner, Züchter, Landschaftsarchitekten erleben sie hier. Und inmitten dieser Gärten präsentiert sich Schleswig-Holstein. Der Regionalmanager Dirk Appel mit einer ersten Beschreibung. Wir präsentieren für den Kreis Segeberg die Schleswig-Holsteiner Knicklandschaft und versuchen damit eben diese Landschaft, die ja doch eher großräumig zu verstehen ist, auf einen kleinen Raum zu projizieren, was durch die Alleen und die angelegten Knicks eben geschafft werden soll. In dieser typischen schleswig-holsteinischen Landschaft erfahren die Besucher viel Wissenswertes über die historische Entstehung und den Nutzen für die Tierwelt und den Umweltschutz. Es sind ja doch heute auch sehr viele Tiere in diesen Knicks, wie man festgestellt hat, bis zu 1800 Arten pro Kilometer. Und das ist natürlich gewaltig und auch für den Naturschutz sehr, sehr wichtig. Es sind sozusagen die Straßen in der Landschaft für die Tiere in Schleswig-Holstein. Zu finden ist das Gelände am Südbahnhof der Monorailbahn, mit der man die internationale Gartenschau auch mal von oben sehen kann. Direkt neben der großen Hauptbühne. Die Knicklandschaft bietet ja auch sehr viel Raum für Erholung. Sprich Wandern, Reiten, Radfahren, Kanufahren, Segeln. Das kann man natürlich auf so einem kleinen Gelände nicht unbedingt darstellen, aber dafür haben wir einige Fitnessgeräte hier hingestellt, die einen hohen Aufforderungscharakter besitzen. Und die werden auch sehr gut angenommen und wir haben da so eine kleine Beschreibung auch mit beigeliefert, die Leute auch animieren sollen, die Gäste animieren sollen, bei uns in die Region zu kommen und auch die richtigen Aktivitäten, die sportlichen Aktivitäten bei uns durchzuführen. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich, wie im richtigen Leben, das Pinneberger Baumschulland. Rolf Heuer weiß, warum Schleswig-Holstein Pflanzen in die ganze Welt liefert. Vor allem die Klimaverhältnisse. Wir haben relativ milde Winter, Sandboden. Damit, wenn die Pflanzen aus dem Boden rauskommen, man den Boden leicht abschütteln kann und nicht in Lehmboden, wo der recht schwer ja abzuschütteln ist und da drinnen bleibt. Führende Baumschuler aus dem Kreis Pinneberg liefern ihre Erzeugnisse in die ganze Welt. Seien es Bäume, Sträucher oder Rosen, das alles kommt aus einem der größten geschlossenen Baumschulgebiete der Welt. Zu sehen gibt es außerdem noch Ausstellungsstücke aus dem Deutschen Baumschulmuseum. Was man leider noch nicht sehen kann, sind blühende Rosen, für die Betriebe aus Schleswig-Holstein bekannt sind. Das wird wohl auch noch etwas dauern. Naja, Juli, das also Unterschied mit den Sorten ja auch, also das wird wohl noch Juli werden. Das hat hier ein bisschen Loch gegeben, durch Wasser, ein bisschen Winterschäden. Und hoffen, dass das noch gut wird. Auch wenn noch nicht alles blüht auf der IGS, einen Besuch mit der ganzen Familie ist der Park schon jetzt wert. Oliver Tschaschl für SAZ.de